Ich weiß. Ich sage es immer wieder in gefühlt jedem zweiten Video, was ich hochlade. Aber ich bin wieder da. Es kommen wieder Videos. Ich hatte Anfang des Jahres Corona und später eine ziemliche Downphase, weswegen keine Videos kamen in der letzten Zeit. Aber das soll sich ab jetzt ändern. Ich probiere mehr Videos aufzunehmen. Ich habe schon 3 in Planung. Also wenn wir das und dieses hier jetzt mitzählen. Und heute spielen wir Onryo. Ich würde sagen, wir starten doch direkt schon in das Match. Kommt gerne in meinen Discord-Server. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich jetzt viel Spaß mit diesem Video. Gut, hier ist auch schon der erste Survivor. So, antäuschen. Und attackieren. Ich habe Franklins natürlich. Franklins Demise dabei. Weil wir haben 3 Medkits und eine Toolbox, wie ihr gerade schon gesehen habt. Ja, und das wollte ich mir ehrlich gesagt nicht antun. So, da ist doch schon der erste Hit. Sie ist ein Glück nicht meine Obsession. Das ist gut, aber da vorne hat sie eine God Pallet. Also, so wie überall auf dieser Map. Aber auch eine Dead Zone. Okay, ja. Dead hat kann sie nicht haben. Alles klar, dann ist sie auch schon tot und wir haben leider einen Generator verloren. Ein bisschen belastend, aber okay, das sollten wir vielleicht wieder hinbekommen. Wir haben immerhin schon 2 Safety-Best for Last Stacks. So. Und wir haben die Add-ons Iridescent Videotape und Rakos Watch dabei. Bedeutet, wir sind ziemlich agil, was unsere Power angeht. Hier wird auch schon geanhockt, das habe ich gesehen. Oh, wow. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mehr meine Obsession hitte. Aber das ist die Yui. Zum Glück. Okay. Hier kann ich wahrscheinlich nicht viel machen. Also, hier muss ich wahrscheinlich einfach die Palette wegziehen. Und einem außenrum gehen. Sie wolltet. What? Okay. Aber sie hatte nichts mehr. Doch, natürlich hat sie hier was. Eine Palette. Oh, ich habe sie nicht vermisst. Ich hatte die letzten Monate. Oh, mein Herz ist kurz stehen geblieben. Ich dachte, es kommt ein Dead Heart. Die letzten Monate habe ich kaum DBD gespielt. Weil ich habe nicht nur eine YouTube-Pause gemacht, sondern tatsächlich auch generell eine DBD-Pause. Ich habe es gebraucht, weil ich habe das Game einfach nicht mehr so enjoyed. Was aber daran lag, da die Matches allesamt einfach nur noch sweaty waren. Die Community ist richtig krass toxic geworden. Also mehr als sonst, habe ich das Gefühl. Und ja, die Matches wurden halt immer repetitiver, immer nerviger. Okay, kein Reassurance. Ich möchte sie eigentlich nicht chasen. What? Oh, hi. Hier war jemand. Okay, warte. Vielleicht kommt da jemand. Ja. Okay, sie hatte... Wait, das sah so aus, als hätte sie Reassurance gehabt. Und last second reassured. So ein komisches Wort, ne? Okay, smart. Leider kein Brutus Rank, was ich vorher ausgewählt hatte. Aufgrund dessen, da ich halt, naja, zu Franklins gewechselt habe. Ist hier oben jemand? Nein. Die Kate ist geheilt. Da vorne. Scheiße. Wo? Ich weiß selber nicht, von wo es kommt. Aber damit kennt sich die Yui sicherlich aus. Da vorne. Ich möchte nicht meine Obsession chasen, Mann. Oh Gott, ich will nicht meine Obsession chasen. Nein. Da ist er, dein Hart. So. Dann kommst du einmal her. Habe ich hier einen Painless? Ja, sogar ein sehr... sehr nah. Naheliegender. Gut. Dann, müssen wir jetzt schauen. Das war hier vorne direkt. Wait. Warum ist der General... Ach, Deadlock. Wollte gerade sagen. Repressed Alliance? Das wäre aber sehr selten. Über mir. Hi, Feng. Na, wie geht's? hab dich gehört. Komm her. Oh, Fänger, ich hab da gar keine Lust drauf, ne? Fuck. Nein, ich wurde geoutplayed. Oh mein Gott. Oh, ist das nervig. Oh mein Gott. What? Okay, nochmal antäuschen. Ja, jetzt aber. So, dann die Palette einmal weg und dann müssen wir uns beeilen. Das sieht nicht gut für uns aus.
Wir haben nicht so viel Pressure, wie ich gerne hätte. Hier vorne kann sie an den Haken. Die Tür ist offen. Ja, sehr gut. Sogar in der Nähe des Kellers. Das ist wahrscheinlich ein bisschen beängstigend für die anderen Survivor, weil wenn die anhocken gehen, riskieren die halt, in den Keller zu gehen, falls ich sie down sollte. Hier unten ist wahrscheinlich einer, kann ich mir vorstellen. Kann sein, dass sie von oben runterspringen werden. Ah, hier hinten. Okay. Warum läuft sie diesen Weg? Das ist so weird. I mean, die sind SWF. 100%. Aber trotzdem. Ich habe das Gefühl, die Yui ist die Einzige, die für Unhooks geht. Kann das sein? Aber ich weiß nicht, wie smart das ist. So, wer war das? Die Kate, okay. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wer schon wie oft gehookt wurde. Dementsprechend... Oh, du kleines Stück. Ja. Wegziehen und dann... Mann, hier wäre Brutal Strength halt so gut, ne? Leider ist es halt so... Ja, da fällt sie nicht drauf rein. Leider ist es halt so, dass... Medkits einfach viel zu stark gegen Unreal sind. Ich musste switchen. Sonst hätte ich die Aufnahme halt komplett vergessen können. Yo! Dude, das ist nicht normal. What the fuck? Jetzt aber, oder? Die Tür ist offen? Ach du Scheiße. Was? Okay. Fuck that. Das muss ich mir nicht länger antun hier. Ich fühle mich gemobbt. Oh, der ist fast fertig. Hallo, hier ist Johnny. Ja. Okay. Naja, warte da mal ruhig. Oh mein Gott. Ja, weg hier. Die heilen. Sie ist hochgeheilt. Das sollte... Ja, sollte ich bekommen? Wait, die Fang... Warum ist die Fang jetzt meine Obsession? Habe ich was verpasst? Oh mein Gott, ich pass gar nicht mehr auf. Ich bin es überhaupt nicht gewohnt, Videos aufzunehmen. Oh je, oh je. Dead Heart? Oh mein Gott, ich habe es ein Glück rauszögern können. Ich habe schon geschwungen, aber ich habe es rauszögern können. Das war echt lucky. Oh Mann. Ja, Pain Wrestling schaffe ich glaube ich nicht. Hätte ich vielleicht schaffen können, aber habe ich zu spät gesehen. Gut, sie ist am zweiten Haken. Hier oben. Hier oben sind die. Ich habe was gehört. Ich habe was gehört. Okay, ich kicke mal eben gegen und dann muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ich habe kein Endgame-Bild. Bedeutet dementsprechend halt auch kein Know-It. Wir haben leider gar nicht... Ja, sie hat Reassurance. Wir haben leider... ich habe gar nicht aufgepasst. Ja, komm. Bro. Was ist das? Was ist das? Auto-Aim. Okay, okay. Ich müsste theoretisch jetzt eigentlich nur noch abwarten, oder? So, warte mal. Raikou's Watch. Und sie ist tot. Okay. Dann kommst du mal eben her. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen getunnelt, aber das kann mir im Endeffekt ja eigentlich egal sein. Gut, wo werden die hochgehen oder lang gehen? Okay, nein, nein, nein. Nicht ankloken. Denn sonst kann ich nicht Buddy blocken. Sonst können die mich Buddy blocken, meine ich. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe mich verklickt. Ich habe mich verklickt. Aber sie ist tot. Und die Fang Mini muss heilen. Bedeutet,
Mit etwas Glück. Ja, da ist ein Haken, der sehr, sehr gut ist. Der sehr gut und praktisch ist. Ja, die Fangmin ist halt meine Obsession. Das ist ein bisschen blöd. Ja, ich werde nicht cloaken. Das ist im Endgame vielleicht ein bisschen schädlich. Die haben sich geheilt, sind wahrscheinlich an dem Gate dann. Dementsprechend. So, kann ich die vielleicht dazu zwingen, rauszugehen? Okay, die splitten sich auf, Ich muss runter, So schnell wie möglich da oben, da. Die Kate hat Reassurance. Beziehungsweise die Fang. Aber, ja, ja, komm. Ich erwarte nicht, dass ich diesen Kill bekomme, Leute. Glaub nicht, dass ich das erwarte. Okay, okay, okay. Ich muss eigentlich nur abwarten, oder? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Und wenn ich die jetzt rausforce. What the fuck? Okay, ihr habt richtig verschissen. Wo ist die andere? Ich glaube nicht, dass sie ein Breakable haben. Das wäre zu random. Okay, weißt du was? Ich höre sie nicht. Ich hake fest. Ja. Und zwar hier. Sie ist tot. Habe ich einen Haken? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rubberbanding. Oh, sie ist hier. Rubberbanding am Arsch. Meine Connection. Gut, komm her. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Haken habe. The game, ey. Okay, okay, okay. Aufpassen. Sie kann probieren, mich zu outplayen. Aber ob das funktionieren wird, weiß ich nicht. Ich kann probieren... Ja. Ja, geht das? Nee. Fällt's nicht drauf rein. Okay. Plus 5 Holz. Come on. Nein, ich hab mich wieder verklickt. Boah, ey. Ich muss mir meine Finger wirklich an der Maus festkleben, damit das nicht passiert. Hallo? Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Okay, vielleicht verliere ich es hiermit. Vielleicht, aber bin mir nicht sicher. Palette ist weg. Gut. Antäuschen? No, 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 no. Okay, gut. Ja, hast gewonnen. Hast gewonnen, Touché. Die haben beide gewonnen. Du hast verschissen. Okay, sie ist raus. Sie droppe ich. Und danke, Fang, dass du in die Richtung der Treppe läufst, weil vielleicht habe ich jetzt eine Chance. Ja, habe ich. Dich festzuhaken. Awesome. Ich habe keine Safety bis zur Last Text mehr, bedeutet, das wird nichts. Aber die andere muss ich eigentlich nur rauschasen. Okay. Muss ich kurz aufpassen, sie ist da nicht weggelaufen. Ist sie am Gate? Ja, sie ist am Gate. Gut. Ja, gut, dann war das dann doch nochmal eine sehr, sehr interessante Runde gegen Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr, ja, habt etwas Positives über dieses Video zu sagen, denn ich, wie gesagt, das ist mein erstes Video seit 2 Monaten, was ich aufgenommen habe. Werde mir das YouTube-Short nicht mitzählen, was ich zwischendurch noch gemacht habe. Aber, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mir, zeigt es mir mit einer Bewertung und lasst ein Abo da, wenn du es noch nicht getan hast. Dann kommt gerne in meinen Discord-Server und tschüss, bis zum nächsten Mal.